Ein Stein blockiert den Weg. Ich sollte hier weggehen. Der ist... Warte. Ich habe eine Idee. Entweder er ist so schnell, dass ich ihn nicht töten kann. Kestrelief, das sieht nicht so aus. Oder ich habe eine Pokepuppe, der ist trotzdem weg. 40. Aber er ist ein Käfer. Ich will mal nichts riskieren hier. Ey. Hast du mal früher mit Puppen gespielt? Komm. Kuschel es noch mehr, mein Kleiner. IQ 300 Play. Easy. Was für ein Durchbruch für mich. Kann das irgendjemand in meinem Team lernen? Ich nehme stark an. Nein, Lego hätte das gekonnt. Übrigens kann Lego auch allgemein keine sinnvollen Angriffe. Oh, Rambe. Ja, immer noch besser als Aufruhr. Und Doppelschlag, wenn man mal genauer rangeht. Also ja, bitte weg damit. 90 Damage mit der Hälfte meines Schadens und trotzdem nur 45. Quick Maths. Okay, gut. Dann haben wir zumindest das. Wenn jetzt irgendwann nochmal ein Steingegner kommt, kann ich mit meinem Pflanzen-Pokémon den Kampfangriff einsetzen. Ich bin so stolz auf mich. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Und das Geld. Aber ich würde mich kurz heilen gehen und dann nochmal wiederkommen. Weil wir jetzt rein theoretisch da sein sollten. Denke ich. Route 8. War das nicht gerade Route 8? Also ist Route 8 2.0. Komm, ich bin da durch so ein Gitter gegangen. Ich nehme an, das ist neues Gebiet. Hätte ich nicht auf den Namen geachtet, hätte ich das neues Gebiet gesehen. Ich brauche das Pokémon, verdammt normal. Das ist meine Grundaussage. Außerdem... Manche fangen hier bei der Nuzlocke-Chase bei Schwert und Schild in jedem einzelnen Gebiet von der Wild Area am Pokémon. Ihr seid beide grenzdebil. Der eine schaut nur auf sein Handy. Wenn wir uns gegenseitig sehen, müssen wir kämpfen. Knips, bin ich geil. Bin ich toll. Ah, nice. Selbst im Kampf noch. Und die eine telefoniert. Never camp and telephonate. Kennt ihr nicht den alten Spruch? Ich hab's selbst normal gerade verkackt. Egal, wir haben da ein Stahlboden-Pokémon und ein Bodenboden-Pokémon. Was beides ungünstig für Lausitz ist. Oh mein Gott, das ist tödlich für Lausitz. Aber ich bin schneller. Das heißt, ich zertrommle dich und ein echtere beide. Scheinbar. Okay, ist in Ordnung. Dann kann ich nächste Runde austauschen zu Gramori. Nein, warte. Wir nennen Itachi. Den Namen kann ich mir jetzt nicht merken. Und du bist bitte tot. Smack that Hippo! Er würde auch Marlin gerne machen von Madagaskar. Das sollte ausreichen. Jetzt haben wir da ein kleines Glas, Hippopotamus. Schön. Das springt dann nämlich noch schneller. Mind Games. Die anderen kriegen auch absolut keine Erfahrungspunkte, aber es reicht interessanterweise. Oh mein fucking Gott! Bring es um! Aber schnell! Habe ich da nicht gerade eine Kampfattacke gelernt? Nice. Und dann, naja, Itachi, komm mal ran hier. Du hast da einen Bodenangriff, den du dodgen musst. Like a boat. Solange der Gegner nicht irgendeine Stahlkugel auf ihn wirft und er sich denkt, oh, ich halt mal kurz. Passt das eigentlich? Ja, gut. Anspielung ist relativ egal, nehme ich mal stark an. Mugenhieb. Oh, nicht mal sinnvoll kämpfen kann das Vieh. Und das da drüben übrigens auch nicht. Stirb. Mit dem Drumstick. Mach es doch gerne nochmal, weil es so schön war. Wenn du einen am Boden liegenden Mauzinger siehst, musst du drauf treten. Weil sowas Hässliches einfach nicht leben darf. Und du wetzt deine Klauen. Es ist erst einfach sehr Oh mein fucking Gott, nein. Das ist okay. Den Schaden nehme ich mit. Ich bin nicht zurückgesteckt. Und wie wir wissen, wer ist Rockside, der ist away. Und das könnte mich ziemlich hart ficken, wenn ich doch hier jetzt mal zurückschrecke. Aber es wird passiert. Never! Please! Jawohl, Level 40! Mit noch mehr Angriff! Das Vieh zum Tank werden konnte, weiß ich auch nicht. Wobei es ist einfach so fucking überheblich, dass es so häufig in die Magengrube geschlagen wurde, dass es einfach so eine neue Knochenschicht da gebildet hat. Gut, dass ich nicht Biologie studiert habe. Und deswegen da jetzt nicht mehr durchkommt. So eine Überheblichkeit sollte ausreichen. Alles andere ist halt nicht so effektiv. Deswegen nehmen wir lieber das da, während der weiter seine Steine in der Gegend verteilt.
Hier, fang, ist wie eine Schneeballschlacht. Nur ohne Aber. Weil gerade in der Grundschule auch sehr, sehr viele Leute in ihren Schneebälle Steine gemischt haben. Warum? Da ist die Flugbahn besser. Und du hörst, wenn der Ball getroffen ist, kann ich also sagen, nein, du hast daneben geschossen mit so einem riesengroßen Eisfleck im Gesicht. Und du siehst dann halt so eine Markierung, dass der Treffer halt gezählt hat. Übrigens hätte ich den Typen schon viel eher umbringen können. Nur mal selbst. Oh, fuck. Wobei, es geht eigentlich. Ich habe da einen plus 1 gebufften Vogel rumfliegen, der sehr, sehr gerne mal wieder irgendwo reinbohren würde. Das hat er lang nicht mehr gemacht. Das muss er wieder nachholen. Wobei der Körper tot sein sollte. Ja, es hat keine Verteidigung. Okay. Hat sich Durchbruch jetzt schon gelohnt. Das heißt, ein wahrer Durchbruch in all meinen Strategien. Und eigentlich hätte Genickbruch Durchbruch lernen sollen. Wäre nice gewesen. Hallo? Du wirst nicht glauben, die Burgundien-Trier sind stark und süß. Ich habe einen Berg, der Kohle verbrennt. Ich habe, na okay, der Trommler könnte ziemlich süß sein. Und den Vogel. Die Aussage mit ich habe einen Vogel wird auch niemals langweilig. Gut, das haben wir jetzt so gemacht für Erfahrungspunkte. Und geheimer Gang. Feldbeschichtung. Nice. Ich habe da so ein bisschen, nicht Laminat, das, was du auf Holz streichst, damit es länger hält. Ich habe es vergessen. Egal, Beschichtung. Fuck, das hätte besser laufen können, diese Aussage. Wir müssen ganz kurz heilen. Ich meine, gerade Rama hat doch ein bisschen viel abbekommen. Launus wurde perfekt ausgetauscht, like ein wahrer Boss. Oh, fuck, das war das Mikrofon, sorry. Nehme ich noch auf. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich ans Mikrofon komme und plötzlich kein Ton mehr da ist. Um das mal leider so zu sagen, wie es ist. Ja, läuft noch. Das ist doch gut. Ja, und dann Augen zu und durch, würde ich meinen, weil wir haben die Chance, ein neues Pokémon zu fangen. Auf geht's! Wobei wahrscheinlich erst im Gras hinten spawnen werden. Also mal schnell durch. Kurz absteigen, ich habe was gehört. Es war ein Trainer. Hallo, Arena Challenger! Ey, vor mir ist ein Snomnom. Das Mii-Pokémon schlechthin, weil es so fucking süß ist. Und es ist ein Eiskäfer. Ich habe das dumpfe Gefühl, meine innere Intention verrät mir, dass es durchaus von Vorteil sein könnte, hier mal schnell zu wechseln. Das muss ja nun echt nicht sein für Aranda. Gegen ein so vom Pokédex besiegtes legendäres Pokémon, das Typ ist Feuer, Pflanze einzusetzen. Hier, wow, oh, oh, danke. So nett und freundlich ist er sogar zu mir. Und das macht's halt nicht besser, goddammit. Aber du kannst jetzt nicht mehr auf deinen Bären rumkauen, weil Hunde ja so häufig Vegetarier sind. Ich kann jetzt auch auf Pokern, dass er dasselbe nochmal macht. Also nur stark an, das passiert nicht. Also tauschen wir nochmal aus. I can do this all day. Wobei, jetzt soll man eigentlich nur sagen, dass es zusammengeschlagen wird. Aber Lausitz kann selbst die ganze Zeit auch. Ich hab Makani, aber der einzige Arm, den er kann, ist halt Brüller. Ist das nicht der Brüller? Sag mir, der scheiß Makani stirbt durch Hagel. Wenn ich dazu komme, einmal anzugreifen. Gut, warte. Mind Games Over 9000. Wer jetzt brüllt, wird vielleicht sogar Lausitz eingewechselt. Ja, like a boss. Bitte brüll nochmal. Oh, oh, okay. Das hat so interessant so überlebt. Überleben wir das nochmal? Das sollte funktionieren. Das heißt, ich kann es auch mal angreifen. Alles klar, zeig, was in dir steckt. Hund gegen Katze, ewige Kampf. In dir stecken Klauenwitzer, Tiefschläge und Gewissheiten. Folterknechte. Da wäre ich nicht mehr weggepult. Das ist eine Option. Erstschlagattacke, die aber nur gelingt, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet, die KP-Schaden zufügen würde. Jo, das sollte funktionieren. Hat das Ziel während der Runde schon Schaden genommen, wird die Stellenattacke verdoppelt. Das wäre bei 120. Könnte Schaden machen. Ich denke, der Tiefschlag ist sicherer. Weil in beiden Fällen wäre ich entweder zuerst getroffen. Das ist Gewissheit besser. Fuck, warum bist du so schnell? Es ist doch ein Akari! Es soll noch fast es fast. Nice. Und da kommt meine Sedelbeere ins Spiel. Ah, like a boss. Out Blades an. Das kontert die Hagelkörner vielleicht gerade so. Wenn ich jetzt mit 10 mehr angreife, wobei er hat schon ziemlich viel Schaden durch den Hagel genommen. Na, es könnte sein, dass er stirbt, genau, dass ich einfach draufgehe, was beides kacke wäre.
Und er hat ungefähr 60 Schaden gemacht. Ich heile mal Zunderis. Ich mache das jetzt mit ihr. Sie hat es auch mal verdient, im Kampf zu sein, damit ich dann irgendwann, wenn ich sie wirklich einsetzen muss, weiß, was ich tun kann, was sie hinbekommt. Feuerzahl. Du hast sein komplettes Moveset. Au. Sollte aber eigentlich ausreichen. Ah komm, nächste Runde reicht's auch noch mit aus. Nehmen wir nochmal einen super Trank und warten auf den nächsten Brüller. Mal sehen, was er wieder für einen geilen Witz hier rausholt, damit wir uns alle freuen und mit losbrüllen, mein nächster Brüller. Hey! Was hat er dann gedauert? Okay, egal was ich habe, soll jetzt der Kani umbringen können. Der Feuerzahn sollte mich eigentlich nicht töten, weil Harambe relativ viel Defense hat, also Doppelschlag? Na. Fast Spark Boy, beeilt sich halt mal kurz, damit er mir so noch die Arme rennt. Ich habe echt Probleme mit Feuer-Pokémon. Gut, eigentlich nicht, ich habe Lausitz. Aber wenn da ein Gegner halt Brüller hat, dann wird das schon ziemlich scheiße. So, jetzt zeige ich es Level 40. Es wäre sehr, sehr geil, wenn sie jetzt entwickeln würde. Also ich habe echt keinen Plan, wie es gehen soll. Sorry. Übrigens, wenn ihr dachtet, dass Akani schon stark war im Brüllen und im Rumschreien, dann stellt euch mal vor, was Belektro alles kann. Er kann Kirche einsetzen. Das ist antiklimatisch. Das sollte man so sagen, wie es ist. Egal, Trommelschläge, ich gebe dir mal den Beat vor für dein rhythmisches Gebrülle vor Schmerz. Belektro, das ist gar keine Verteidigung. Okay, und scheinbar auch kein Angriff, weil er keinen Damage macht. Aber wie was er kann, außer aus Versehen draufgehen. Süß sein, verdammt cool sein. Okay, dann haben wir das geschafft. Ich heile mich mal ganz kurz und dann müssen wir, glaube ich, nochmal zurückgehen, damit ich nicht zufällig in ein Pokémon reinrenne, was ich haben wollen würde. Das wäre ja fatal. Fast schon fatales. Monster-Anspielung. Nice. Okay, dann rennen wir einfach rückwärts zurück. Ich mache dann wieder die Augen zu. Wie beim Alligator-Video und rein da. Sneeble wäre auch in Ordnung. Ich habe eigentlich gegen nichts da wirklich ein Problem. Eis ist allgemeine Erweiterung für mein Team, die sehr, sehr geil wäre. Das muss man so sagen, wie es ist. Und es ist ein Schneebedeck! Das ist cool. Es ist definitiv cool. Das Problem ist halt, dass das ein Eis-Pflanze-Pokémon ist. Weil ich Pflanze ja noch nicht genug im Thema habe. Egal, wir nehmen, was wir kriegen können und geben nichts wieder zurück. Ich meine, er kann schon angeben. Er passt perfekt in mein Beweglichkeitsteam. Aber den dritten, der einfach zu viel von sich hält. Ist das nicht toll? Ja, das ist aber ziemlich geil mit Harry. Egal, wir nehmen es mit. Es kann nicht schaden. Ich meine, gegen Deon ist es absolut sinnlos. Bei Lurak und Liberor. Aber naja, gut, was soll's. Man kann nicht alles haben und das, was ich haben kann, wie gesagt, nehme ich. Und allein schon dafür, dass wir jetzt einfach I am Groot nennen können. Könnte auch wie ein Diesel nennen. Aber es wäre nochmal so ein Schritt weiter gedacht, was dann auch wieder doof wäre. Aber wenn er stirbt, kann ich singen. It's been a long time without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. Wow. Okay, das ist eigentlich mitsingen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. 50,5 Kilogramm, du bist echt fett, mein Freund. Voll fett, Alter. Mama sagt, das ist gar nicht fett. Die an Speiseeisernen Bären, die an seinem Bauch wachsen. Oh, what? Sind bei den Flampion Galas ein sehr beliebter Snack. Okay. Aber ganz ehrlich, du bist Groot. Also, ich frage, ob ich ihn I am Groot nenne. Ich bin Groot. Ich bin G-R-U-U-T. Das passt. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Dann bist du jetzt Groot. Los geht's. Ich bin Groot. Ja, das wissen wir, Hauptcharakter. Das wissen wir. Ein absoluter Holzkopf, der aus jedem Astloch pfeift. Ich bin Groot. Kommt in mein Team. Rein da. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Aber an sich wäre allein von den Fähigkeiten her Genickprogramm ungünstig. Das tut mir jetzt leid, dass du wieder rausgeworfen wirst. Du hast echt gut gekämpft, mein Freund. Blendpuder. Na, nehme ich mit.
mir leid, sorry. Im Wörde verstaut. Ich bin Groot, wurde ins Team aufgenommen. Ha, ist das nicht schön? Wir hätten eine Eiscreme bekommen können. Was sehr, sehr scheiße gewesen wäre. Egal. Neue Stadt. Ha, mit einer Eisstadt, die Eiscreme verkauft. Das hat man schon in Undertale, dass das keine gute Idee ist. Wäre vielleicht irgendwie in Beach Valley City. Beach Sun City besser gewesen. Da, die unten macht's richtig, nimmt sich ein Kohlekraftwerk und stellt das vor sich. Da wird's nicht kalt. So, wir heilen mal ganz kurz und ich will einfach einmal ganz kurz das nachgucken. Es tut mir leid, mein Innerstes wird da nicht ruhig sein, wenn ich das jetzt nicht mache. Ich werde sowieso nach der Aufnahme wieder vergessen, was meine insgesamt Aussage gerade unsinnig macht. Aber Parfi Bisa Fans. Das sollte auch schon, wie sich's weiterentwickelt. Parfi, mein Freund. Wie zur Hölle darf ich dich weitermachen? Nur durch Tausch. Nice. Das ist natürlich äußerst geil. Aber seine Werte sind relativ kacke. Ich bin versucht, äußerst versucht, einfach zu sagen, yo, Zerix, wie wär's, wenn wir dich durch Genickbruch austauschen? Weil der letzten Endes wahrscheinlich stärker ist. Aber gut. Dafür hat Zerix zu viel gemacht. Hat er was? Zerix hat bestimmt viel gemacht. Das passt schon. Aber von mir aus bleibt erstmal drin. Solange er nicht stirbt, kann er immer noch Siege einfahren. Gut. Was wir hier Schönes machen können, ist als allererstes mit Giovanni reden. Hi, Boss. Was gibt's? Ist das jetzt so Billikert, das auf dem Relief abgebildet ist? Meine, schaut ihn euch an. Es ist 1:1 Giovanni. Und ich finde das Easter Egg sehr cool. Okay, dann haben wir das. Wobei, ganz ehrlich, ja, dann würde er eigentlich nicht nachfragen, ob das ein Subilicat ist. Weil die aus Ghana ja nur anders. Wobei, die Typen hier sollten ja eigentlich gar nicht wissen, wie Subilicat aussieht. Egal. Gut, wir haben uns geheilt. Wir können hier, glaube ich, irgendwo ein paar Items holen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Nom nom. Nom nom. Das ist süß. Und es ist nicht die Stadt, wo eine Frau von ihrem Licht hin erledigt wird. Das heißt, hier ist nichts Interessantes. Hier geht es nachher wieder raus. Hier ist ein Schneemann. Mit einer Bucketlist. Und, ja gut, dann gehen wir in die Arena. Haben wir hier nicht allzu viel zu verlieren. Ignorieren wir das Ding einfach mal. Ich glaube, das ist irgendwann nachher storytechnisch reicht. Zweimal X-Spezialangriff. Gut, das hat mir schon mal den Arsch gerettet. Ich will mich das nicht beschweren. Hi Flampion, ich habe da ein paar süße Bären für dich. Es wäre sinnvoll, wenn Schneebedeck nicht stirbt. Tolle Aussage, ich weiß. Bis es sich weiterentwickelt hat. Es sind irgendwie noch zwei Levels, um cool hinzubekommen. Oh Mann, ich habe einen riesen Pleite heimgefahren. Überrascht das jetzt irgendjemanden? Meine Strategie gegen Eisbogen war wohl echt doch nicht ganz das Wahre. Du hast es eine eiskalte Abfuhr bekommen. Sie hat dir die kalte Schulter gezeigt. Du konntest sie leider nicht auftauen, dass ihr Herz nicht erwärmen können. Das wird mir sehr leicht für dich. Dann steuerst du bis zum Kniekehl im Schnee. Dabei hatte ich sie mir doch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du die Liga-Karte der Arena-Leiterin, gegen die ich gerade verloren habe. Hier, nimm ihre Nummer, probier du mal. Wirf besser einen guten Blick darauf, bevor du dich der Herausforderung stellst. Ja, gib her, mach mal. Meld mal nicht so lange rum, wir müssen los. Ich muss derweil überlegen, was ich an meinem Team ändern kann, um zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mit mehr Selbstvertrauen herangehe. Das ist eine tolle Teamänderung auf jeden Fall. Nimm Genickbruch, der ist immer sehr effektiv. Meine Flug-Pokémon sind idiotisch. Meine Pflanzen-Pokémon sind kacke. Wenn Lausitz das nicht hinbekommt, bin ich voller Marsch. Und Lausitz kriegt relativ viel Schaden, weil er nicht nur Feuer, sondern auch noch Stein ist. Für jemanden wie dich, diesen Schicksal unter einem Wunschstern steht, habe ich genau den richtigen Ball. Ja, bitteschön. Ein Tauschball. Schade. Wäre schön gewesen. Pokémon sich beenden hin und her tauschen, damit sie sich weiterentwickeln. Wäre mal toll für Leute, die keine Freunde haben. Nur weil das Ende in Sicht ist, darf man nicht nachlässig werden. Tada! Ich mag meine Fans immer noch, auch wenn es nicht viele sind. Ich habe mich noch nirgendwo ausgezogen. Also so viel Aufsehen sollte ich noch nicht erregen. Aber wenn hier schon neue Fans stehen, wollen wir die noch nicht in den Stich lassen, denn... Bam, it's Champ Time! Ich finde das so cool.
Okay, wir entscheiden jetzt auf ihrer Seite. Wir haben hier einen Arena-Plan mit Fluchtwegen wahrscheinlich. Immer sehr gut, das zu machen. Wir haben nicht genügend Geld für mehr Hypertränke. Das passt auch so. Wir sollten... Ich denke nicht, dass es nötig wird. Aber einfach nur für den Fall der Fälle auf jeden Fall ein Eisheiler mitholen. 2, 3 Stück. Das sollte reichen, nehme ich mal stark an. Mehr Cooles gibt es hier halt nicht. Also, Lauditz. Komm mal noch kurz nach vorne, mein Freund. Wir müssen da Leute zusammenschlagen. Ich bin Groot, bekommt ein Stöckchen in die Hand gedrückt. Because why the fuck not? Habe ich noch irgendwas Tolles für dich? Eine Großwurzel. Ah, schön, sinnlos und passend. Eine Zuckererdbeere, damit er noch süßer wird. Mit Teilmantel, Finsterstein, Kraftfeder. Die Feder kommen irgendwann nochmal verteilen. Wir haben noch einen Sonderbonbon, aber er braucht 2 Level, das ist doof. Muskelband bringt auch nicht viel. Nehme ich mal an, dass es nicht unbedingt stark ist. Verstärkt Bodenangriffe. Toll. Richtig, richtig sinnvoll. War eigentlich Eis sehr effektiv gegen Boden oder sehr effektiv gegen Gestein? Ich glaube, Eis war sehr effektiv gegen Boden und Gestein war sehr effektiv gegen Eis. Das macht nämlich Sinn, weil Boden kann frieren und Stein zerwirft Eis. Um sich das irgendwie merken zu können. Gegen Stein. Nice. Nimm. Viel Spaß. Ich habe meinem Groot eine Krone gegeben, aber er mag doch keine Hüte. Ja, das ist mir jetzt egal. Da muss er jetzt einfach mal durch. Es muss ich einfach nur nicht selbst im Spiegel sehen. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof für dich, weil hier dein Angriff Spezialangriff ist. Oder waren die physisch? Es wäre vielleicht nochmal wichtig, ganz kurz nachzuschauen. Was kannst du eigentlich? Ist hier mal wieder kurz die Frage. Du kannst mit Gewissheit physisch zuschlagen. Gut, dann ist die Beere immer noch besser für dich. Wir hoffen, dass sie irgendwann zufällig ist. Vergiftung bringt nichts, Verbrennung bringt nichts, Paralyse bringt nichts, Verwirrung bringt nichts. Keine Ahnung, ob das einsetzen kann, aber wir probieren es einfach mal. Werden wir ja dann sehen. In meiner tiefsten Hoffnung, dass Lausitz das schon regelt.